Hallo und willkommen zum Portal 2 Community Co-op. Wieder in der Confinement-Serie Nummer 13. Es heißt Separation und wer könnte Besseres an meiner Seite sein als der Domi? Hallo. Der Weihnachtsmann. Zum Beispiel, aber der kommt nur einmal im Jahr. Der wollte nicht. Ja. Der war nicht verfügbar. Der macht Sommerpause. Ist ja noch gar nicht Sommer. Ja. Der macht, keine Ahnung, Frühlingspause. Frühling ist auch noch nicht. Egal. Ja, für den ist schon Sommerpause. Ja, für den ist schon Sommerpause. Und wer weiß, wann ich dieses Video hier wieder ausstrahle. Dann ist die Welt schon fast untergegangen. Dann ist immer Sommerpause. Keine Ahnung. lass uns reingehen. Ich verhaspel mich hier verbal. Okay. Ja. Separation ist es ja irgendwie immer in jeder... Da ist gerade ein Grill ausgegangen. Hast du es gesehen? Mhm. Ja, aber wahrscheinlich... Haben wir es getriggert? Hm. Weiß ich nicht. Du warst ja schon auf dem Knopf? Nee. Guck, da war er wieder an. Das bist du. Aha, Distanz. Sehr geil, kann ich das auch? Warte. Moment. Machen wir mal. Also wenn du da stehst, ist ja aus, ja? Ja. Geh nochmal weg. Das schaltet meinen auch. Ah, das ist ja... Kann ich das auch? Geh du mal in irgendeine Ecke, wo er an ist? Jetzt bist du da, wo er an ist, ne? Ja, jetzt so. Bin ich... Ja, also der eigentlich ist nur hier. Ich kann das auch machen. Guck mal, genau diese Stelle, wo die zwei Lichter sind, ne? Ja, genau. Das ist ja faszinierend. Und ich habe zusätzlich noch den X-Knopf hier. Also es ist wirklich nur in dem Bereich. Also guck mal, ich mach den Ausgang, kannst rausgehen. Ach, das ist ja schön. Ja. Also wir... müssen hier einen Würfel raufkriegen und dann drüben bei dir sein. Und dann sind wir auch schon raus hier. Ja. Das ist schon mal schön, dass es so einfach gesagt wird, ne? Ja. Also eigentlich müssen wir nur. ich finde das hier ganz interessant. Da ist eine Glasscheibe so. An der Decke. Kannst ja aus deiner Sicht sehen. Ja, eigentlich unnötig, ne? Tja. Gut. Also die Frage ist, ich kann dich rauslassen. Das ist ja schon mal. Genau. Dann mache ich den Pionier. Ist das okay? Ja, ja. Guck ich mal, was hier in der Kammer so angesagt ist. Okay, also wir müssen auf meine Seite, wo ich jetzt bin, müssen wir den Würfel hinkriegen, ne? Das können wir festhalten. Ja, und du musst dann auf meiner Seite sein. Und genau, und ich muss auf deiner Seite sein. Und jetzt gucken wir mal, wo der überhaupt kommt. Da. So. Du siehst ja eh aus meiner Sicht. Genau, ich guck dir zu. So, da ist... Das Knöpfchen. Hier ist nicht sehr viel. Hier kann ich gucken. Okay, hier muss er auch nochmal rein zwischendurch. Das ist Quadrat. Ja. Quadrat. Hier kann ich mich zwar rüberstrahlen. Das mache ich auch mal prompt. Aber da ist finito. Da ist nichts mehr mit Strahlen. Ja. Also hier müsste man sich wieder ziehen. Oh. Was? Moment, ich dachte, hier wäre eine weiße Fläche. Scheiße. Nö, wie gesagt, das ist jetzt das Ende. Ich bin des Todes. Hui! Na, das ist ja schon mal toll. Hat keiner gesehen, ich darf noch mal. Du musst noch mal, meinst du? Ich muss noch mal. Ich müsste gerade mal sehen, wo ich überhaupt weiterkomme. Ach, das geht ganz schön weit nach oben. Also sonst war... Ja, ja, oh ja, da letztendlich schon. Sonst war es doch immer was mit Vorbereiten, aber da wir ja jetzt schon getrennt sind... Achso, doch, na klar, ich kann dir den Strahl mal rüberschicken. Vielleicht kannst du dann damit was machen. Ne, du kannst dir den dann holen da drüben. Ich könnte theoretisch erweitern, ja. Ja, denke mal, darum geht's. Ach, du hast bei dir auch Lichter. Ja, genau. Hm. Ah, okay, ja, die sieht man hier nur, wenn man... Okay, ja. So, dann schalten wir um auf dich. Gut. Mach was, Junge. Ich hab dir den Strahl... Okay. Oh, du kannst mir den Laser dann rübergeben, aber geh erstmal hoch. Das könnte ich machen, jetzt vielleicht, schauen wir mal. Vielleicht brauchst du ihn auch selber. Also. Oh. Okay, entweder man lässt was rausfallen oder... Ach, triff doch mal den Laser. Was passiert denn dann? Da ist ein Empfänger hinter der Scheibe. Ah. Ach, das dreht den Strahl um, kann es sein? Ja, yep, tatsächlich. Okay.
Kann ich einen Zielstrahl gebrauchen auf meiner Seite? Ja gut, du könntest dich dann zu dieser... Moment. Da unten. Ja, aber ich muss mich ja erstmal hindrücken. Ja, ja, genau. Also wir müssen es wieder so... Siehst du von deinem kleinen Kämmerchen in mein Kämmerchen rein, ob da irgendwo ein Grill ist, damit ich dann meine Laserverbindung zum Beispiel auflösen könnte? Hier? Nee. Hier nicht, drin ne? nicht, nee. Ach so, die Sache ist ja die, ich muss ja erst drücken und dann ziehen. Also du musst danach erst die Verbindung richtig herstellen. Nachdem ich los bin, weißt du? Guck mal, da ist... Ach so, der löst dann den Würfel aus. Ja, wenn ich da oben irgendwann mal bin, das ist wieder was an. Ach so, ich zieh mich ja jetzt schon hoch. Na, dann mache ich genau. Erstmal den Würfel für dich, na klar. Ja, okay, super. Ist doch alles gut. So. Gut. Yep. Ist ja easy, haben wir es ja schon gelöst. Ist ja langweilig. Kannst du glauben. Ach so, ich muss ja noch da hoch. Jetzt mache ich mir praktisch den... Nee, jetzt mache ich mir... Ich muss ja hier noch hoch. Also ich müsste jetzt wieder den Drückstrahl haben. Das heißt, in diesem Moment müsstest du, wenn ich hier oben bin, den Laser wegbekommen. Das geht ja nicht, ne? Nee, das geht nicht. Aber du hast doch die Quelle eh bei dir, oder? Du musst doch jetzt... Ich muss mir den Strahl doch nicht mehr rüberschicken. Ursprünglich hast du mir den doch bloß rübergeschickt. Ja, ich kann mir jetzt hier hinmachen, aber wann drehen wir ihn um? Wenn du wieder umschießen kannst und dafür müsste ich rein und dich rauslassen. Achso, ja. Oder du stirbst. Dann sind ja deine Portale weg. Theoretisch. Ist Sterben eine Option? Muss es ja sein. Prinzipiell. Na dann, sterben sie. Na dann. War schön. Ja. Juhu, ich hab den Drückstrahl. Dafür kriegst du auch einen Würfel. Na dann. So, jetzt muss ich dir aber den Strahl wieder geben, ne? Anders bist du ja nicht. Du musst ihn mir rüberschicken, genau. Ja, das habe ich dann hiermit wieder getan. Und als nächstes darfst du gehen. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hier den Würfel hinbringen. Ach, ist ja sogar ein Laserwürfel. Öppele. Dann kannst du ja direkt treffen oder könntest ohne Portale, aber ob das was hilft? Ja, okay, also jetzt haben wir aktuell den Zielstrahl. Du hast bei dir auch keinen anderen Empfänger gesehen, oder? War mir nicht so. Da oben. Hä? Den konnte ich den schon sehen? Wo ist denn der ganz oben? Ja, nee. Ja, der ist eine Ebene höher. Ja, okay, nee. Da ist natürlich die Frage. Also wir haben jetzt den Würfel, haben wir schon mal. Wollen wir den nach unten holen? Also so richtig austauschen können wir ihn nicht. Da, wo wir herkommen, sind Grills. Zwischen den beiden großen Räumen sind Grills. Aber irgendwie muss er ja zu mir hin. Irgendwann mal. Wo kann er denn durch, wenn ich das mal fragen darf? Wann kann man jemals eine Portal... Kriegen wir den... Da oben ist irgendwas. Oh. Aha, okay. Moment, also zur Orientierung hier kommt der Laser. Da oben ist noch eine Fläche. Ich denke mal, damit kann man ihn dann wahrscheinlich hochziehen. Ah, dass man ihn zur Quelle reinzieht. Ne? Ja. Moment. Und dann... Könntest du auch jetzt schon machen, ne? Nee, der müsste einmal umge... Achso, doch, nee, ja. Der kommt ja gar nicht zur Quelle. Der kommt ja da unten dann an. Das ist ja auch blöd. Dann landet er als nächstes hier im großen Grill. Das bringt uns also ja theoretisch hol ich den erstmal runter. Achso, er hat nee, runterholen Moment. Gesagt. Also ich könnte theoretisch... Ja, nee. Ich könnte mal Folgendes probieren. Ich könnte einfach mal gucken, was da oben ist. Ja, warum nicht? Aber hierhin kann ich ja jetzt. Da kannst du gucken. Ach, wie schön.
Ach, wie schön. Da muss er noch Sachen treffen. Okay. Oh, die ach, ist, Gottchen. Die ist umfangreicher. Ach Gott. Na dann. Wenn wir mal, da ist wieder ein... Okay, damit er nicht ganz nach oben geht. Machst du Grills auf, ne? Also ich meine bei den Empfängern. Ich würde mal vermuten, ja. Ja. Einmal vorne und einmal hinten. Hast du jetzt nicht gerade den Laser im Anschlag? Nein. Ich habe. Ach nee, du bist ja da hoch. Stimmt. Das heißt, genau. Du kannst in dem Moment noch nicht mal den Laser haben, weil du dich mit dem Strahl hochziehst. Puh. Also man muss wahrscheinlich einmal bis ganz nach oben. Also ich will eigentlich noch über diesen Anfang nachdenken, aber vielleicht ist das nicht der Anfang. Wie ich mich erst drücke und dann ziehe, weil da, wo ich den Würfel reinlege, war doch das Quadratsymbol. Und das Quadratsymbol ist hier auch bei dem Grill. Und wenn der Grill weg ist, dient das ja dazu, dass wir den Würfel rüberschaffen können, würde ich sagen. Dann können wir die Portalverbindung herstellen. Ja. Ja, aber... Der Kram wenn du da oben. Einmal, wenn du einmal den Würfel da hinten ablegst, in dieser Nische... Ja gut, ich sehe das von hier aus jetzt natürlich nicht. Ach stimmt. Da war dann eine weiße Fläche, da könntest du zwar zurück, aber da müsste man den Würfel ja irgendwann neu rufen. Weil was bringt dir ja nichts, klar. Wenn du den Würfel da ablegst und den dann wieder wegnimmst, dann ist der Grill immer kurz weg und dann wieder da. Ja, klar. Aber es dient auf jeden Fall dazu, eine Verbindung zwischen beiden Räumen herzustellen. Richtig, genau. Ist ja unbestritten. So, jetzt für mich halt... Ich komme jetzt erstmal wieder zurück. Ja, okay. Für mich halt nochmal die Frage... Ich nehme trotzdem mal den Würfel mit. Aber hochbekommen tun wir ihn immer einfacher. Er hat hochbekommen gesagt. Okay, dann liegt der jetzt da. Kann ich dir den Strahl zurückschicken? Bringt ja nichts. Aber ich kann dir eventuell mal einfach mal den Laser vorbereiten. Das könntest du mal machen, ja. So... Als Gegenleistung. Wobei ich damit nicht so viel machen kann, wahrscheinlich. So, den Empfänger hatten wir, den konntest du treffen und den anderen. Oh, jetzt nicht hier runterfallen. Und oh, was ist denn den gesehen? Ach, da ganz oben, ne? Das waren die. Genau. Okay. Hätte ich vielleicht den Laser so schießen sollen, dass du jetzt trotzdem den Drückstrahl hast? Den Zielstrahl. Also praktisch... Dass du jetzt zum Beispiel eine Ebene höher dass die gegenüber hast. Sind, oder was? So? Nee, ach so. Nein. So, dass du jetzt den Zielstrahl hättest. Dass du eine Ebene nach oben könntest. Aber da ist ja nichts. Da war ich ja schon. Ja, du hättest dann zwei Panels Höhe. Ich weiß nicht, kannst du dann vielleicht irgendwas mit Schwingen anfangen? Dafür müsste der Strahl wieder weg sein. Du meinst hier? Also woanders sehe ich sonst keine Möglichkeit zum Schwingen. Also da war nichts. Also ich müsste jetzt... Müsste ich mich so drücken... Und dann müsste dein Laser treffen. Wie soll das gehen? Geh mal bitte da in diese kleine Nische da links. Genau. Ist das ein Gitter? Ne, ist eine Glasscheibe. Ja. Das ist eine Glasscheibe. Was bleibt uns denn hier gerade? Also du könntest dich ja jetzt links, also bis links in diese Ecke vordrücken lassen. Ja, was ich ja schon hatte. Ja. Genau, dann wärst du da hinten. Dann müsste man den Strahl umdrehen. Und ich müsste mich da hinziehen. Genau, dazu muss der Würfel aber nicht oben sein. Genau, weil er hier rein soll. Oder man stellt erstmal nur die Verbindung her. Aber, doch, man braucht den Würfel zum Umlenken. Ich kann den Laser nicht vorbereiten. Doch, ich könnte dann wieder sterben. Ja, aber wie schaffst du es denn, dass der Laser erst nicht trifft und dann trifft? Du müsstest ja in deinem Kabuff sein und es von da aus schaffen, dass er dann trifft. Ja, das kann ich ja machen. Schick mich einfach nochmal hoch. Bitte?
So, nehme ich mir nämlich den hier nochmal. Ich habe schon überlegt, ob ich hoch muss und den... Aber jetzt nehme ich mir den hier und schicke ihn hier raus. Ich brauche den Würfel nicht, um den zu aktivieren. Ja, ja, jetzt ist umgedreht, aber ich brauche erst den Drückstrahl und dann den Zielstrahl. In der Reihenfolge. Das ist es nämlich. Also erst nicht treffen und dann treffen. Und du musst dieses Treffen musst du schaffen, während du mich rausgelassen hast und selber in deinem kleinen Raum bist. Das geht ja nicht. Ja. Nee, das geht nicht. Da hast du recht, ja. Und mit einer Würfelopferung weiß ich auch nicht. Nee, weil dann... Du brauchst ja den Würfel dann da unten drinnen. Ja. Der bringt ja nichts, wenn er dann hier neu rauskommt. Ja, genau. Also das ist blöd. Konntest du, wenn du dich jetzt ganz nach oben... du warst doch schon mal weiter oben. Dafür haben wir den Ziehstrahl gehabt. Genau, zieh dich nochmal da hoch. Nein! Was? Ach so. Ja, ich muss mir den Würfel. Okay. Ich wollte mal wissen, ob du oben ein Portal vorbereiten konntest, wo ich mich dann vielleicht noch weiter hochziehen konnte. Ich zeig dir gleich, was ich meine. Und zwar... Ja, da... Da jetzt... Nee. Da... Hier könnte ich... Hier, ich könnte hier den Laser schon mal durchschießen. Also hier ist nix. Nee, das ist Quatsch. Geh mal zurück. Zurück und links raus. So, da rein, genau. Und jetzt mal hochgucken. Aha. Da kannst du nämlich an der Decke ein Portal vorbereiten, was mich dann hochziehen könnte. Aber dann müsstest du trotzdem mindestens eine Ebene hoch. Komme ich ja durch den Ziehstrahl. Der ist ja jetzt, so wie er jetzt auch gerade ist. Rot. So, und wenn ich jetzt rauskäme, würde ich ja da hochkommen. Also vielleicht nicht durch den Grill durch, aber da jetzt die Ebene. Aber da rein, ja. Ja, da möchte ich mal sehen, was ich da machen kann. Okay. Dann lass mal den Würfel mal so, wie er ist. Lass mal eigentlich alles so, genau. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, jetzt... Wäre natürlich Quatsch, aber auf dem Weg nach oben könnte ich auch nochmal da drücken, aber dann würde sich der Strahl direkt umdrehen. Ja. Das Gemeine ist, ich muss jetzt... Hier ist noch ein Panel Abstand, wenn ich darüber will, ne? Also ich muss jetzt richtig aussteigen. Denn der Strahl ist ja jetzt verlängert. Muss ja verlängert sein, weil ich da nicht das Portal sitzen konnte. Genau. Und dadurch bin ich selber involviert mit meinen Portalen. Also wenn ich dem Grill zu nahe komme, ist der Strahl auch weg. Ich kann mich nicht einfach durchziehen. Sonst könnte ich ja auch einfach zu dir rüber. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu hoch gehe. Aber es sollte klappen. Ach, okay. Okay, da geht's doch sogar noch. Da bin ich. Also das war das, was du gesehen hattest. Mhm. Da konntest du schießen. Da müssen wir später irgendwie das so schaffen, dass wir die Brücke rausholen können. Oh, wie schön. Hier ist eine Fläche, dass ich wahrscheinlich schneller hochkomme. Warte mal, kann ich jetzt auch die Decke treffen? Ah. Nee, kann ich nicht. Okay, der Grill verhindert, dass ich diese Fläche treffen kann, die du treffen konntest. Was ich also schaffen kann, ist, ich kann hier eine Verbindung für mich schaffen. Dann komme ich schneller hoch. Und dann mache... Ja, doch, das dürfte klappen. Dann mache ich als nächstes da die Verbindung. Dann taste ich mich sozusagen weiter nach vorne und du machst mir jedes Mal den entsprechenden Laser. So sehe ich das. Allerdings, wie schaffen wir es, dass du da wieder hochkommst? Du schickst mir ja immer noch den Strahl rüber. Naja, nicht mehr, wenn ich mir hier meine Verbindung setze. Mit Portal. So, ja. So, ich hab grad überlegt, ob du durch dein Portal da oben... Da ist ein Gitter drüber. Ah, das heißt, du kannst da aussteigen, wo du mich jetzt hochgezogen hast. Das ist dein Austrittsportal. Du kommst dann immer von oben. Mhm. Okay, super. Dann komme ich mal zurück. Also es ist der Ziehstrahl, den habe ich mit Dunkel geholt. Dann müsste ich mich da jetzt so reinziehen können, genau. So, dann bin ich hier wieder am Start. Spielsatzfail in the house und am Start. So, bitteschön. So, genau, jetzt oben rauskommen. Ja.
Genau. Jetzt müsst. Achso, ich habe nicht geguckt. Der erste Grill ist der rechte, ne? Genau. Da müsstest du dann den Laser treffen. Ja, allerdings kann ich da nicht schießen. Ja, du kannst ja jetzt links runtergehen. Du musst ja, ja eben alles holen. Aber um da hin. Achso, ja, doch, ja, das geht, ja. Das ist eigentlich noch überschaubar. Ja, dahin. So, es scheint so zu sein, dass wir jetzt gerade den. Genau, diese Umleitung nicht mehr brauchen, sonst kommst du ja nicht an den Laser ran. Ja. So, oben müsste jetzt eigentlich offen sein. Genau, oben ist jetzt offen. Den Würfel lasse ich aber jetzt erstmal hier. Ja. Ja, kannst du da lassen. Ja. Mhm. Oder runternehmen. Ja, nee, ich lass mal erst. Nee, du kommst ja da oben nochmal an für den Laser auf jeden Fall. Ja. Dann kannst du spätestens beim zweiten Mal kannst du den Würfel mitnehmen, denke ich. Okay. Ah, so langsam tut sich was auf. Ach ja, ich bin ja immer noch beim Strahl. Oh, das ist ja sogar sehr günstig. Dadurch, dass es jetzt der. Nee, ich darf nicht durch den Strahl durch, auf gar keinen Fall, sonst komme ich nicht zurück. Ich muss jetzt hier rein. Jetzt ist der erste Grill offen und ich kürze hier ab. Und jetzt müssen wir praktisch den zweiten Grill aufmachen. Aus irgendeinem Grund soll ich offensichtlich die Brücke holen. Okay. So, jetzt müsstest du mit Gelb hochgehen, ne? Nee. Damit du wieder bei dem Raum ankommst. Genau. Mhm. So, jetzt ist nämlich dann eins weiter offen. Ach, dann laufe ich einfach nur mit der Brücke darüber, siehst du? Um den Würfel zu platzieren. Also hier nicht mit Strahl hier hinten rum, sondern mit der Brücke. Ist ja auch ganz logisch. Dann muss man den nicht umdrehen oder so. Hier mit genau. Brücke, da mit Brücke. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wann komme ich wieder, wie komme ich an den Würfel ran? Also jetzt hole ich erstmal die Brücke. Jetzt habe ich sie halt auch nur hier unten. Ah, aber du kannst auch hoch. Nee, du kannst nicht viel damit anfangen. Aber du kannst hochkommen, um irgendwie den. Ach du Scheiße, ich muss den ja da neu. Warte mal, er kommt bei dir. Wo kam er bei dir nochmal? Bei dir kam er da und ich müsste drücken. Vielleicht kann man ihn. Nee, ist auch Quatsch. Ja gut, aber aktuell müssen wir ihn ja noch nicht neu rufen. Weil er liegt ja dort, wo er rauskommt. Ja. Na gut, dann können wir uns jetzt überlegen, was ich mit der Brücke. Achso, ich mache vielleicht mit der Brücke nur die Verbindung. Kann ich ja auch erstmal machen. Weißt du, wenn ich jetzt da hingehen würde, dann kann ich ja. Ach nee, kann ich nicht. Dann würde ich bei der Brücke wieder reinkommen. Oh, das ist ja alles blöd. Das mache ich mal lieber noch nicht, oder? Also meine Überlegung war jetzt, dass ich einmal so laufe. Ja, ja, und dann auf der anderen Seite setzt. Genau, und einmal so, dass wir schon mal das Portal haben, aber ich komme ja hier aus der Ecke auch wieder nur raus, indem ich in die Quelle gehen würde und da könnte ich nicht ganz raus. Da habe ich nur als Alternative wieder, dass ich da rauskomme. Und dann bin ich immer noch gefangen. Genau, dann wäre ich gefangen, dann kann ich immer noch nicht wieder rein und dich holen, damit du das wieder umsetzt oder so. Also das bringt jetzt erstmal noch nichts. Vielleicht muss ich direkt mit dem Würfel hier hinlaufen. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir den. An die Quelle kannst du den auch nicht kriegen, weil du hier nicht rankommst. Boah. Dann mache ich das jetzt trotzdem. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dein Hellblaues jetzt erstmal nicht verschießt. Genau. Und ich gebe dir jetzt die Brücke rüber, vielleicht kannst du was damit machen. Ja. Das können wir uns mal überlegen. Bitteschön. Also kannst du ja auf jeden Fall da oben jetzt hochkommen, wenn du die Brücke da sitzt, wo der Laser ankommt. Oder da, wo du rauskommst, genau. Ist ja viel einfacher. Okay, der Würfel lag eins unter dir, ne? Der liegt aktuell eins unter mir. Der liegt da unten. Wie kriegen wir den irgendwie durch? Da kriegen wir ihn natürlich nicht durch. Ja, jein. Ach so, stimmt. Na klar. Ich könnte ihn ja hier durch den Todesgrill. Ja, natürlich. Okay.
Aber dazu brauche ich halt den Strahl, den Strahl hier oben. Du brauchst den nicht, nee. Du kannst dir doch da ein Portal setzen und dann kommst du da wieder raus. Ach ja, stimmt. Würfel. So. Ja, das wird's schon sein, dass du den da durchgibst. Jetzt ist die Überlegung, wie komme ich dann da wieder an und krieg den? Schaffen wir das alles ohne Würfel? Pass auf, dass du den nicht aus Versehen durchs Gitter durchhältst. Da gibt's so ein bisschen, ist so ein bisschen glitchy. Naja. Ob ich da wieder rauskomme oder ob wir nochmal ganz von vorne anfangen einfach. Aber dann müssten wir das ja wieder mit der Brücke. Schwierig. Ja, aber das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, wenn der Würfel einmal hier ist... Moment. Schmeiß erstmal den Würfel durch. Ich denke, das schaffen wir schon irgendwie. Schmeißen ist auch gar nicht so leicht, als... Es wäre ja cool gewesen, wenn der jetzt gleich bis ganz nach unten gepurzelt wäre. Obwohl, dann wäre ich auch nicht viel näher dran gewesen, weil ich da ja auch durch den Umdrehstrahl hin... Aber es wäre schon leichter gewesen. Aber wir wollen ja nicht tricksen. Okay, er liegt jetzt eins weiter unten. Bereite jetzt mal wieder ein Portal für den... Am besten für den inneren Grill vor. Also die rechte Seite. Also der linke. Ja, der linke. Also aus der Sicht der linke, genau. Aus der Sicht jetzt der rechte, ja. Genau. Vielleicht komme ich da wieder durch. Er nutzt jede Gelegenheit für eine Fluggeste. Klar. Hui. Stylisch. Okay, also ich habe noch die Brücke. Wenn ich jetzt hier hochgehe und mich ein Stück weit... Muss ich ja gar nicht. Ich muss ja nur durch und den... Dann habe ich erstmal die Brücke nicht mehr, ne? Das ist das Blöde. Ja. Warte mal, sind wir... Warte mal, vielleicht hätte ich erstmal den äußeren Grill wegmachen müssen. Dann wäre ich ja gar nicht erst da durchgekommen. Aber dann hätte man den Würfel vielleicht schon mal in die mittlere Ebene. Ach, du meinst hier hinschmeißen? Naja. Das hätte es nicht geschafft. Man kann so schlecht werfen. Nee, nicht schmeißen. Aber reinlegen. Wer soll den reinlegen? Dass du ihn dann reingelegt hättest. Ja, ich, ja. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, habe ich zwar den Würfel auf meiner Seite, aber habe die Brücke nicht mehr. Aber sind wir denn nicht... Nee, wir haben das nur geschafft, weil du den Würfel da oben liegen hattest und direkt den Strahl umgedreht hattest, oder? Schaffen wir es ohne Würfel, dass du mir wieder die Grills aufmachst und ich die Brücke nochmal neu hole? Das frage ich mich gerade. Lass mal kurz überlegen. Ich komme da hoch. Also mit dem Drückstrahl, den ich dir gebe, kommst du hoch? Und also das erste Mal komme ich nur hoch mit Würfel. Danach ist ja dann egal. Danach komme ich ja hoch, indem ich da oben die Verbindung habe. Das erste Mal kommst du nur mit Würfel hoch? Du hattest ja, weil ich den Ziehstrahl brauche, um mich da von der Decke hoch... Ja, genau. Du musstest dein Portal setzen, um dich hochzuziehen und deshalb konntest du dein Portal nicht für den Laser benutzen. Dafür brauchtest du den Würfel, ne? Aber ich mach's mir gerade unnötig kompliziert. Lass mich einfach nochmal kurz raus. Du hast ja auf jeden Fall jetzt die Verbindung für oben, deswegen... Okay, ich komm nochmal zurück. Na, jetzt bin ich gespannt. Bitte. Wir machen jetzt einfach den identischen Weg mit Brücke holen. Nur, dass du halt jetzt immer eine Stufe den Würfel immer mitnimmst. Naja, wenn ich denn rankomme. Jetzt mache ich zuerst hier Dinge zu. Ja, die innere Verbindung, die können wir jetzt eigentlich erstmal aufgeben. Das heißt, ich komme von außen wieder? Moment, aber dazu brauchen wir ja wieder den... Also der... Ja, den Ziehstrahl an der Stelle, ne? Ja. Genau, und den kannst du nicht mit einem Portal bereitstellen, weil dadurch... Dann fehlt der Laser. Genau. Das ist das Problem. Also mich da hochziehen. Aber, wie gesagt, ich könnte es ja umgekehrt machen. Was ist, wenn ich jetzt den Würfel hole? Komme ich dann nochmal an die Brücke ran? Also, mir fällt gerade mal so ein. Der Vorteil ist doch... Du bist jetzt schon an der Stelle oben.
Vorher musstest du dich mit Hilfe des Würfels überhaupt erst auf die Ebene ziehen, wo du jetzt bist. Aber jetzt hast du immer eine Portalverbindung, wo der Laser rauskommt, wo jetzt rot ist. Und das müssen wir nutzen. Du machst mir jetzt einfach nach und nach... Das muss eigentlich klappen. Wobei, dann habe ich doch die Brücke wieder nicht. Ah, doch, ich gehe raus, hol den Würfel und gehe wieder rein. Wir machen das jetzt dreimal hin und her. Du wechselst einfach immer nur den Laser. Ja, doch, das muss eigentlich klappen. Weißt du ungefähr, was ich meine? Ja, genau, dass wir es einfach Stück für Stück oder Stufe für Stufe jetzt einfach holen. Hm, welchen machst du jetzt gerade? Jetzt machst du aber gerade den äußeren, ne? Jetzt ist es gerade der äußere. Ja, jetzt brauche ich aber erst den inneren offen. Da halt auch Ansprüche stellen. Ja. Ja, ich glaube, das klappt. Aber finde ich sehr lustig, dass man sich hier so langsam durchtastet, um am Ende wieder zur Brücke zurückzugehen. Okay? Kostet ein bisschen Zeit, aber kann man ja auch mal genießen. Ja. Nichts ist umsonst, alles kostet irgendwas. So, jetzt kann ich rausgehen, den Würfel holen. Beziehungsweise Moment, warte mal, bevor du jetzt da durch... Also, ja, oder, ja, genau, nach, ja, da raussetzen. Kann genau. Ihn auch hier liegen lassen, ist egal. Was macht denn eigentlich der Knopf da bei dir nochmal? Den Ausgang. Hier muss der Würfel hin. Warte mal, ich habe ihn doch jetzt schon hier. Aber ich könnte noch nicht zu dir rüber. Deshalb machen wir noch den Grill vorher, genau. Ja. Genau. Ansonsten hätte ich den Würfel natürlich schon zur Stelle. Okay. Ja. So. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Okay. Bisher läuft es ja recht flüssig, ne? Oder okay. Wir laufen gerade voll in die falsche Richtung. Nee, das fühlt sich schon sehr gut an. So. Jetzt habe ich eigentlich das, was ich brauche, nämlich die Brücke so. Da. Dann können wir mal gucken, was wir mit einem geöffneten Raum anfangen. Und wie wir den Würfel vielleicht nochmal neu holen, anstatt ihn hier wieder rauszuholen. Das weiß ich noch nicht so genau. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich wieder hier. Ich kann natürlich wieder von oben durchgehen. Dann habe ich allerdings eh nicht die Verbindung hierhin. Nee. Doch, die halte ich natürlich. Ich denke, ich halte jetzt das dunkle Portal und gehe jetzt wieder raus und du wechselst wieder mit dem Laser. Dann komme ich von oben. Ja, ich denke schon. Ich mach's einfach mal. So. Achso, das war schlecht. Ja, da kommst du jetzt nicht mehr zurück. Stimmt, da kann ich ja nicht raus. Die Verbindung zu halten ist hier ungünstig. Nee, gut. Ich glaube, du musst wieder zurücklaufen. Okay, also wenn der Würfel jetzt hier liegen bleibt und ich mit der Brücke... Dann müssen wir mal gucken. Also jetzt dunkel. Jetzt könnte ich sie dir auch nochmal geben. Brauchst du eigentlich nicht, weil du oben rauskommst, aber ich mach's trotzdem. Theoretisch kann ich ja jetzt, oder... Kann ich ja jetzt... Ist hier offen. Die Frage ist, wie kommst du rüber? Ja, oben dann... Ach, das ist ja ganz einfach. Ich lass dich jetzt raus und du machst die Portalverbindung. Stimmt. Und danach gehe ich wieder mit der Brücke hin. Okay. So. Dürfte eigentlich schon das Ende sein. Jetzt müssen wir den Würfel einmal neu rufen. Nee, ich komme ja zum Würfel hin. Achso, aber... Kann ja wiederholen. Ja. Hab eigentlich
nur noch ich den Job hier. Ich hole jetzt den Würfel wieder. Leg ihn bei mir rauf und dann komme ich durch deine Portale zu dir. Tada. Ach, schön. Ja, 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 so läuft das. Dachte, es wird komplizierter, aber konnte man sich doch alles ganz gut erarbeiten. Ja, wobei, ich glaube, wir waren relativ schnell auf dem richtigen Dampfer. Wir hätten uns ja auch in falsche Theorien. Ja, kann immer passieren. Können, wäre ja nicht das erste Mal. Ja. So, und jetzt, laufe ich noch runter. Das wäre mir nicht so lieb gewesen. Obwohl das auch nicht so schlimm gewesen wäre, dann wäre halt ein neuer Spielsatzfeld durch deine Portale gegangen und den Spaß jetzt ein paar Mal machen können. Ah, schön. Ja, geh mal. Ups. Geht doch gut. Mhm. War das jetzt ungefähr eine halbe Stunde, oder? Gut geschätzt, 36 Minuten habe ich auf der Uhr. Na, fast. Däumchen wäre da von meiner Seite aus. Hat ja einen gut beschäftigt. War nicht furchtbar, war aber auch nicht Pipifax. Weil es ist jetzt auf jeden Fall nicht das übliche Niveau dieser Reihe. Wie hattest du es denn in Erinnerung, das übliche Niveau? Es war unterschiedlich. War schon knackig. Also ich finde generell, die Reihe ist schon überdurchschnittlich. Ja, aber es gab schon ein paar, die wir gut geschafft haben. Also durchaus. Musst du wie eine Knackwurst sehen, wenn sie richtig knackt. Richtig knackig ist, dann ist sie gut. Ist das eine schöne Symbolik, das gefällt mir ja. Ja, gut, also. Aber es gibt auch keinen Daumen runter. Also du bist neutral tatsächlich, ja? Ich bin neutral, ja. Ja. Nur weil etwas nicht schlecht ist, heißt es nicht, dass es automatisch gut ist. Okay, dann sage ich noch an den Zuschauer, danke fürs Zugucken. Der Domi war ein bisschen laut, heute war meine Schuld. Ich habe ihn so hoch geregelt, dass er leicht am Übersteuern war oder fast am Übersteuern. Das wusste er jetzt die ganze Zeit nicht. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Aber manchmal hatte ich schon dolle auf dem Ohr. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme gelandet ist. Beim nächsten Mal ist es dann wieder besser, falls es heute zu kratzig war. Es war nicht katastrophal. Aber du bist ja so der Schreihals von uns beiden, das weiß man ja. Tatsächlich überhaupt nicht. Nein, war ironisch. Das ist dann immer, wenn ihr ganz nah ans Mikrofon rankommt. Ich muss die Folge beenden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.